Nächsten Jahr ist, glaube ich, irgendein Bauernland der Medienpartner. Ein Bauernland? Ja. Oh, welches denn? Oh ja. Nein, Ja, Hollenstedt? ja! Hollenstedt ist Bei Medienpartner? der CeBIT. Tui. Verrückte Sachen. Hätten wir nie gesagt. Palina kriegt fast einen Nervenzusammenbruch. Ihr habt ja auch mit dem Alpen-Grand Prix, habt ihr auch was zu tun gehabt, Das ne? war wieder so eine blöde Idee. Also kaum hatten wir uns unser Keyboard gekauft und haben auch noch einen Plattenvertrag gekriegt, wo wir uns echt gewundert haben, haben wir eine CD genommen und geschickt an einen wirklich, so ein, das ist ein ganz seriöser Wettbewerb, ne? Der heißt Alpen Grand Prix, Ja. haben wir hingeschickt. Das war der Song, der heißt Für immer übrigens. Ne? Den werden nachher auch noch. Wenn du willst, machen wir den live. Da Also, können wir aber nichts. Holland, haben Ne? wir hier vertraglich alles festgehalten. Ja, den haben wir hingeschickt. Also ich muss auch mal sagen, hier unser Produzent, der Michael Bachmeier hier, hat ihn produziert, wie man das sehen kann hier. Ich habe ein Foto von ihm mitgebracht. Halt mal Ne? still, halt mal Ich still, halte halt mal mal still, still. halt mal still. Den sehen wir gleich auch noch, wenn ihr hier bei uns live spielt. Ne? Der Ja, steht dann am Keyboard. kommt damit zu. Ne? Lege ich viel Wert drauf. Also er hat den Song produziert. Ja. Wir haben ihn dann rübergeschickt halt an diese Jury Ja. und halt dich fest, wir haben echt gewonnen. Ne? Also die haben uns erstmal eingeladen, da waren irgendwie 500 Bewerber. Sind die anderen nicht sauer gewesen? Mensch, von wegen jetzt, was sind das denn für Bauern? Ja, oh. Eigentlich haben wir da immer Probleme mit. Also diese ganzen Ehrlich? ernsthaften Musiker, Ja? also wenn Die so sind doch Schlager. stinksauer, oder nicht? Richtig, weil die geben sich Mühe, die üben, die alles. Und wir kommen einfach immer so auf die Bühne mit saublöden Texten. Und das Interessante ist, das Publikum, das geht bei uns immer richtig ab, ne? Das glaube ich, Und weil die wir. brauchen ja alle nicht nachdenken. Und je später Ja. der Abend, desto später die. Ja, das ist Tobis und Palinas Hauptproblem, ne? Also bei mir natürlich nicht. Ich bin immer, Gut ne? drauf. Ja, auch so Und halt, Palina ne? ist auch gut drauf, ne? Ich bin gut drauf. Sehr gut. Immer. Apropos gut Ja. drauf, wir sind ja auch immer gut drauf hier in der Sendung und darum haben wir ja auch die Rubrik Fundstück der Woche. Das erste Fundstück der Woche. Arbeitet ihr auch eigentlich richtig oder habt ihr so viele Millionen jetzt schon verdient, dass ihr gar nichts mehr machen müsst? Also wir beide machen wirklich nur noch Musik Nur noch? und Tobi, der gibt zu viel aus, der muss noch nebenbei arbeiten. Ja, das ist das Problem von den Rockers, Ja. Tobi. Naja, solange das Arbeitsamt das nicht mitkriegt, ist das Ja, okay, weißt du? ja. Wo wohnst du? Ich schreibe das mal Aber kurz mit. nee, sag das Kundennummer? bloß nicht, die streichen mir gleich meine Nein, Gelder, weil ich sage immer nein. alles ab, ne? Bewerben Sie sich hier, sag ich, nö, mach ich nicht. Ich muss Ne? Musik machen, eins geht nur. Ja. Ach Gott. Ach so, ja, Fundstück der Woche, unser erstes Video. Da haben wir in der Tat einen Chef erwischt. Uli, jetzt pass auf, das ist dein ehemaliger Chef von Aha. früher. Da haben wir das Video. Der macht gerade Kopien. Kannst du es sehen? Aha. Ja, aber jetzt hat er Ja. eine ganz tolle Idee. Achtung. Also er macht jetzt nicht seinen Stuhlgang morgens, sondern er dachte von wegen, Mensch, den Uli, den schreibe ich mal ein tolles Führungszeugnis. Ne? Ja. Und jetzt kommt die Strafe. Achtung, wenn man das mal ausprobiert, da ist eine Glasscheibe drauf. Ne? Ja. Ja, guck mal, wenn man halt zu große Popo hat, dann kann das sein, dass man quasi innen drin statt nur drauf. Warte mal, apropos dicken Popo, darf ich noch einmal unseren Produzenten grüßen? War der das vielleicht gerade? Nee. Nö, aber die Ähnlichkeit Ist ist das auch da. der Bachi, der Produzent? Ja, Oder? der Ja. nachher auch übrigens live hier mitspielt. Das ist der Keyboard-Gitarrist, der macht alles. Jetzt, wie kommen wir jetzt Wir gehen von mit der Schwalbe ins Gebüsch, wir sind Helden. Wir haben Sachverstand, denn wir sind Männer. In der Hand mit dem Sch Ja. Super. Wer zu Hause jetzt gerade nicht mitgemacht hat, hat irgendwas verkehrt gemacht. Hallo. Die haben aber gleich noch einen Song. Und wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. Dann werde ich gegeneinander gegen Palina kickern, weil ich habe den letzten, warte mal kurz, gegen Capitoni habe ich verloren, gegen Enno Bung habe ich verloren, weil ich muss ja mal ein bisschen wieder gewinnen hier für ein Zuhause für Kinder. Bis gleich. Es wird wieder ernst. Das sieht aber auch komisch aus. Ich rieche am Hinterteil von der Kuh. Aber das kennt ihr ja, ne? Ja. Seine Ja. Freundin ist eine Kuh hier. Guck mal, hier da. Da oben, ne? Da oben sitzt er, da. Was mache ich hier? Welche denn? Guck mal, sie sind unzertrennlich. Das sieht süß aus, oder? Meine Kuh. Ja, das neue Plattencover von Ulis Gang. Was machst du da? Ich hau ihr auf den Kopf. Ja, das sagt man aber nicht mit einer Kuh. So, ich habe jetzt eine attraktive Gegnerin rausgesucht. Palina hat gleich gesagt, klar, für den guten Zweck will ich auf jeden Fall gewinnen. Ne? Du musst Genau. aber am Anfang, also Ja. wenn du die, du hast ja rot, Ja. musst du die Dinger alle hier so quasi. So. Und deine auch ganz nach oben, Warte. so. So. Wo ist die Kamera denn hier? Hallo? Ach so, da. Guck mal, die musst mich, am Anfang musst du alle hoch machen. Ne? Auch den Torwart. Nee, ich muss Ach, sie du on haben. nicht. Nee, ich nicht. Nur du. Okay. So, geh los, ne? Wir fangen bis drei los.
Hast du schon mal gespielt? Nein, scheiße, ich mach selber. Was ist denn für ein Wind hier? Palina, sieht aber gut aus. Ich habe die letzten Male immer verloren. Du musst hier jetzt musst du nach da vorne gehen, genau. Hast du schon mal irgendwie Fußball? Nee. Fußball gespielt hast du aber schon mal, ne? Jetzt mach ich aber hier. Jetzt kenne ich keine Freunde. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Sag mal. So, 1-0. Nee, ja. Noch nicht. Noch hat sie nicht verloren. Der wurde bestochen. Nee, ist noch alles im grünen Bereich. Sie kann noch gewinnen. Palina? Ja. Alles gut? Ja. Okay. 2-0. Oh nein. Du hast mich extra gewählt, weil du weißt, ich kann nicht spielen. Nee, du kannst gut spielen. Das sieht gut aus, wirklich. Hast du das eigentlich schon mal auf dem Bildschirm gesehen? So, zack. Was hörst du denn sonst so für Musik? Musik, Palina? Natürlich Bauernpop. Ja? Und Schlager. So, mach mal. Was denn? Ja, du musst ja irgendwas. So? Schlager? Ja, gibt's Schlager. Gibt's da so ein Idol, was, man, was du hast in Sachen Schlager? Nein, ja. Und zwar? Jetzt komm. Ja? Bist du doll? Du lenkst mich jetzt gerade. Warum? Ab hier. Wie lange machst du das schon? Hast sehr du auch lange. Eine Lieblingsfarbe? Fährst du lieber Auto oder Fahrrad? Das war meiner. Was, wie lange was, machst du das denn schon? Was, Pickern? Ja. 2 Minuten. Oh Mensch. Magst du auch Jürgen Drews? Oder ja, eher Olaf Henning? Cool. Mickey ja. Krause? Ja. Sascha? Stimmt, OP mag ich auch. Und Sascha am liebsten. Mhm. Mensch, das ist aber Olli P. auch? ACDC? OMD? Ja, OMD kenne ich nicht. Depeche Mode? Muss ich die kennen? Depeche Mode kenne ich, glaube ich. John Farnham. So, los! Was denn? Wie los? Mach! Ja, und jetzt? Nein! Ja, jetzt mach! 3-0 habe ich. Aber du warst. Das. Was denn? Ja, alles okay. Ja, alles okay. Ich hab knapp gewonnen. Ja. Jetzt musst du auch für ein Zuhause für Kinder eine kleine spenden. Das mache ich sehr gerne. Ich zweig das Geld von unseren letzten. Wo willst Ernte du hin? Ab. Ich wollte mein Foto kurz. Wo ist die Kamera? Da. Wer ist das? Nein, wo? Da. Da. Wer ist das? Das ist unser Erntehelfer, Tobi. Das ist unser Ernte. Ach so, der musste danach wieder genau. Beliebt werden, oder was? Ja, und jetzt habe ich auch das Geld gesammelt. Ja. Von der Ernte? Von der Ernte. Ja, gut, dass du nur das Geld mitbringst und nicht die ganze Ernte. Ne? Hier können wir nächstes Mal auch machen? Ja. Oh, das sind ja richtig rein? Fette Scheine. Habt ihr so viel? Wieso lass mal so. Dann kann ich okay. Das Geld wieder raus. Okay. Nein, das ist natürlich nicht. Wie viele Scheine sind das? Ich sag's dir, wir haben echt, wir müssen jetzt hungern, aber... Ich hab viel geerntet. So, machen wir doch gerne. Vielen Dank. Dafür hast Dank. Du dir jetzt auch einen Kinotipp verdient. Ja. Magst du gerne so Actionfilme? Sehr gerne, ja. Dann haben wir jetzt leider keinen für dich. Magst du Liebesfilme? Auch. Haben wir auch nicht? Zeichentrickfilme? Was habt ihr denn? Nein, gar nicht. Jetzt haben wir einen Zeichentrickfilm. Ja. Nein, ein Actionfilm mit Mark Wahlberg. Kennst du den? Der hat früher hier, Marky Mark. Oh. Ja, kenn ich. Ja. This is life in the deed. Kennst du das? That's how we're living. Nein, kenn ich nicht. Der für Kel hier Klein hier Unterhosen Werbung gemacht hat. Kennt ihr, aber ihr kennt den, ne? Ja. Ja, hallo. Ja. Einfach mal ja sagen, ne? Ja, dann sagt ihr den Kinotipp an. Ach so. Ja, Tobi, du sagst dir das. Was soll ich denn da sagen? Also. Ich sage hier jetzt mal den Kinotipp an. Kontraband heißt er. Kontrabass. Band! Kontraband! Band! Ja, Kontraband! Ullis Band! Ullis Gangband!